Roger. Der Vergeltungsschlag wird durchgeführt. Wir beginnen mit der Induktion. Die Typen in ihrem Turm da oben drehen echt am Rad. Jeder Widerstand wird im Keim erstickt. Das ist doch nichts Neues, oder? Einen ganzen Sektor zu vernichten, aber schon. Sicher nur eine Patrouille. Los, nach Sektor 7. Hey Leutchen, willkommen zurück. Mein Name ist Chris und wir befinden uns in Kapitel 11. Und mal schauen, wie es hier weitergeht, was hier passiert. Das reinste denn Labyrinth. Hat er recht. Depot dort liegt Sektor 7, wenn ich mich nicht irre. Lasst uns da lang gehen, wo es beleuchtet ist. Beleuchtet? Da vorne. Okay. Da sind wir wieder. Unheimlich. Hier ist keine Menschenseele. Nachts kommt hier niemand hin. Nicht nur wegen der Ungeheuer, auch wegen der Gerüchte. Gerüchte? Na, dass es auf dem Eisenbahnfriedhof angeblich spuken soll. Es heißt, dass wer sich hier nachts hin verirrt, nie mehr zurückkehrt. Hier soll's spuken? Das sind sicher nur Ammenmärchen, glaube ich auch. Aber... Beeilen wir uns. Liegt hier was, was wir eventuell brauchen? Nein. Kleine Rattenbälle. Sollten wir schaffen. Es ist noch nicht vorbei. Erzähl mal was Neues. Hier geht's hoch, dort geht's rein. Wir gucken mal alles ein bisschen durch. Um halt, ja, alles zu finden. Vielleicht finden wir irgendwelches richtig. Noch ein paar Supertränke, die ich wieder verballern kann. Okay. Ging es hier irgendwo? Nein, hier ging es nirgendwo rein. Gehen wir hier lang. Aber hier lang. Und hier ging es hoch. Magische Tür. Kämpft die gleich gegen uns? Ich möchte gerne hier hinten zu den Kisten. Okay, wir gehen nicht zu den Kisten, wir gucken gleich zur Tür, weil die scheint interessanter zu sein. Zeit sollten hier eigentlich keine sein. Wer war das dann? Ganz schön viele Supertränke bekommen. Ich weiß nicht wofür, es macht mir ein bisschen Angst.
Okay, gehen wir hier lang. Was fliegt da rum? Ist nichts hier. Ist irgendwas? Oh, Graffitis. Machen gerade eine Bunde. Ja, packen wir es an. Genug. Nicht so schnell. Oh, hier liegt nichts. Warum eigentlich nicht? Ah, doch. Das hat sich aber gelohnt. Aber gut, Kleinvieh macht ja auch Mist. Und wenn wir ganz vier davon finden, dann ist das ja am Ende auch vier oder mehr. Als wenn wir es nicht gefunden hätten. Oh, halt! Ha! Er kann grad nicht. Das ist nichts. Oh, ist es doof? Kein Problem. Mach was! Die sind an sich kein Problem, jetzt macht nur ein bisschen die Masse was aus. So, wo halt, wir haben sie noch? Hier die Fähigkeit. Können wir noch mitnehmen, damit wir da stark sind. Beziehungsweise da wieder gestärkt rauskommen und für den nächsten Kampf nicht ganz so. Oh, was liegt da hinten Feines? Einmal hier hoch. 63 Meter, das zieht sich. Nicht gut. Seid ihr okay? Alles noch dran, glaube ich. Kein Problem. Guck mal. Ganz schön dreist. Folgt diesem Weg. Ist diese Nachricht etwa für uns?
Tja, nein, geht nicht hier hoch. Wir haben das Bahndepot erreicht. Thema gleich wird wieder ein bisschen kuscheliger. Oh, ganz langsam. Was zur Hölle? Dann los. Aber keine Sorge. Wir haben doch einen furchtlosen Bodyguard. Nicht wahr? Oder? Geister sind nicht mein Metier. Keine Ausflüchte, hörst du? Mach deinen Job. Aber nur, wenn ihr mich loslasst. So. Was war das? Seht mal, da vorne auch. Hab ich dich? Na, wollen wir reden? Oh. Hoppla! Zurück! Oh. So. Nur kein Über. Feuermarker nicht. Feuer hat noch tiefer drin. Muss mal. Steig mal weg, dein Schildchen. So. Wir nehmen einmal... Nein, sie und... So, dann machen wir Fähigkeiten. Nein. Hammer. Wieso denn? Lebt es noch? Ah, Geister. So, stellen wir mal rein, mal gucken, ob es auch klappt. Wo ist er hin? Au. Keine Chance. So, wo ist er denn? Komm her, du Geist.
schön, dass der kleine Schlingel. Wir können ja. Magie. Verdammt! Oh. Also, was ich gesucht habe, ich habe es aber nicht gefunden. Ganz gut zählt der kleine Kerl. Ui. Das war aber ein hart zu nehmender Kerl. Was hast du? Na gut, gehen wir weiter. Damit uns reden mag. Gibt's da bitte zu warten? Nun, also. Oh. Was zum. Alles okay? Vielen Dank, Cloud. Müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. Oh. Aber den finden wir schon. Ich geb mich nicht geschlagen. Sind die schon mal? Heilen. Tut mich gerade ein bisschen schwer, ich weiß gerade nicht wohin. Jetzt sind wir im Zielbereich. Über die Flanke von Sektor 7 zum Eisenbahnfriedhof. Der ist auch sehr leise. Zum Kran geht es dort oben. Liegt hier noch was rum? Nein. Oder? Nö, nix. Ah, nicht, deswegen gehen wir hier lang. Zwecklos. Der kriegt keinen Strom. Kein Strom. Vielleicht auch einer ihrer Streiche. Aber irgendwo muss ich die Stromversorgung steuern lassen.
Ja. Ist auch geklärt. Hier kann man gar nicht rein. Gleich mal hier zur Tür. Auch noch ein bisschen. Brauchen wir jetzt nicht angreifen, das können wir uns halt sparen. Nein, gib's wieder her. Ach, der heilt mich. Ich glaube, dass es zwei sind. Muss doch mal gucken. Ah, toll. Macht jetzt. Gut, wir nehmen einmal. Nein, nicht sie, ihn. Nicht sie, sondern. So. Ist das schon gewirkt? Ja, da ist es. Einer haben wir liegt, das ist gut. Übernimm du. So. Mal heilen. Wo ist er denn? Hab ihn. Oder hat er mich? Sehr schön. Geschafft. Einmal weitergehen, bitte. Gefunden! Ah.
Aua. Nicht übertreiben. Bin ich jetzt drin? So. Überlass das ruhig mir. Genau her. Oh nein. Und für dieses Kerlchen. Genau her. Sehr schön. Können erstmal hier die Tür aufmachen. Also die Tür aufmachen. Dann durch die mal gehen. Ich glaube, wir sollten wieder an eine Kiste rankommen. Das war gut. Also, dass wir die gefunden haben, das war nicht verkehrt, denn da habe ich echt das letzte Mal das eine oder andere verwendet. Oh, mal nix drin. Schade. Auf der Von innen anderen verschlossen. Seite war, glaube ich, auch eine Tür. Wir müssen wohl einmal drum rumgehen. Keine Ahnung, was wir damit machen, aber gut, wir haben es erstmal. Gibt es noch eine Mission? Ah, da ist ein Bett. Dann laufen wir noch. Aus dem Weg. Und zwar schnell. Sehr schön. Müssen wir mal schauen. Ich glaube. Da ist noch eine Kiste. Hier ist da was. Ah, auch eine Kiste. Phoenix wieder auch gut. Und dann war's das. Neues Lied. Und 1000, die können wir auch sehr gut gebrauchen. Einmal hier hochgeflitzt. Dann kaufe ich noch schnell ein bisschen ein. Beziehungsweise erstmal das Lied.
Megatränke. Ich kaufe nochmal alle drei. Die sind echt gut. Und auch da nochmal die zwei. So. Genau. Setzen uns einmal kurz hier hin und ruhen uns aus. Und dann das nächste Mal machen wir weiter. Ich bin gespannt, was passiert. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr es kommentieren, abonnieren, viele Däumchen hinterlassen und das nächste Mal wieder einschalten. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Chris. Bye.